Ja, hallo, hier sind wir wieder. Und zwar haben wir heute den 30.06.2012. Wir sind momentan unterwegs nach Würzburg erstmal. Auf jeden Fall runter in den Süden, weil dort ist heute ein Level 3 ausgegeben worden von SFX, das wir uns schnappen. Tja, zur Lage, da kommt wahrscheinlich ein Boden tief, das sehr gewitterig sein soll und schwere Gewitter hervorheben wird. Auf uns zu dort unten und nachts eventuell noch MTS, also Bodenseeregion. Wir stehen jetzt bei Aschaffenburg auf der A3 Richtung Würzburg im Stau. Und zwar wird da wohl eine Superzelle hinziehen. Eine vermeintliche Superzelle, V-Notch, schert ein bisschen, starker Kern. Ja, ich hoffe, wir kommen hier bald weiter, damit wir sie noch kriegen. Du willst der Zelle, oder? Siehst du, wie das? Das wird dann alleine. Du bist auch direkt hinter Mauke. Hat eine richtige Meso, das Ding. Spitze Wallcloud da unter, die sich gerade bildet. Sowas kennen wir nicht. Wir sind Nordlichter. Oh, lass meinen Mund drauf? Ja. Das Ding hat eine richtige Meso. Wenn wir hoch gehen, will ich so auf dem Boden werden. Das macht richtig gut. Davon müssen wir einen Zeitraffer machen. Machen wir, machen wir. Und hier gut stehen. Jetzt müssen wir gerade eben sind. Das Ding bildet eine richtige. Alter, das wird so ein Zeitraffer. Müssen wir gucken, wo wir uns hinstellen können. Das ist doch besser, also ein Landweg ist doch besser, als einen Kern zu fahren, oder? Ja, den Kern können wir daher aufsammeln. Alter, wie so eine Wallcloud zieht, ne? Mhm. Das wird so ein Zeitraffer, wenn wir uns hier irgendwo hinstellen können. Perfekt, ey. So, wir stehen jetzt hier südlich von Würzburg. Wir haben hinter uns eine rotierende Mesozyklone. Das Teil ist einfach ein super genialer Aufenteller. Rechts davon sieht man dann den Kern, der immer noch stark am Dauergummeln ist. Unendlich am Blitzen. Da war gerade ein Crawler. Ein Crawler raus, ohne Ende. Ja, wir werden das Ganze weiter beobachten, machen Zeitraffer und gegebenenfalls eine Warnung abgeben, falls das Teil warnrelevant ist. Jetzt Richtung Nordwest weiter und dahinter kommt gleich die nächste Superzelle. Sehen wir direkt aus dem Süden, Südwesten kommt die jetzt auch. Die hat auf jeden Fall starke Rotation, wie man erkennen kann von außen. Unten hat sie wahrscheinlich eine dicke Webhände Wallcloud dran. Nein, auf dem Radar haben beide Zellen, die wir jetzt dokumentiert haben, einen V-Notch gehabt, haben beide definitiv einen Splitstorm gemacht. Mit der abziehenden Zelle haben wir sogar eventuell einen Tunnel. Was für eine Superzelle. Da zuckt ein Crawler nach dem anderen raus. Ey, wie es den Niederschlag so rechts rumdreht, ne? Ja.
Guck mal, da hinten. Jo, blitz los. Ja, fang gleich los. Jo. Los, ey. Warte, warte. Einmal noch, einmal noch. So, Leute. Pass auf, wo du hinfährst. Blitze raus, ey. Da hängt eine Wallschau dran. Unfassbar, ja. Unfassbar. Fahr langsam, ich schreie die Leute hier an, ey. Die sollen aus dem Weg gehen. Die sollen dich in Sicherheit bringen. Was soll man denn schreien? Bringt euch in Sicherheit, schrei ich. Hier, schrei die an und sag, die sollen sich in Sicherheit bringen. Achtung! Kommen wir lang? Geradeaus müssen wir. Ne, wo kamen wir denn lang? Ja, auf jeden Fall. Richtung Autobahnauffahrt müssen wir. Da waren wir. Alter, wie ist mutiert hier? Zieh das mal rein. Komm mal her. Das ist ein Mädel. Hier endet unser Weg. Hat ein paar Bäume umgeknickt. Das ist Ulm. In Ulm gewittert.